Katharina Gross ist eine Künstlerin, die weite Flächen im öffentlichen Raum, aber auch natürlich im klassischen White Cube und im Innenraum mit Farbe überzieht. Und dabei ist die Art und Weise, wie sie arbeitet, sehr interessant. Wir sehen nicht, wie sie die Kunst produziert, aber die Kunst ist insbesondere auch hier vor Ort entstanden. Sie ist nur bedingt, würde ich sagen, site-specific, aber natürlich am Start steht immer die Auseinandersetzung mit dem Ort, den Rossi hier vollzieht. Ausstellungen haben ganz, ganz oft eine Planungsphase, in der ich mir Spielregeln und ganz grundlegende neue Sachen überlege. Hier war es so, dass ich irgendwas haben wollte, was zwischen der Architektur und dem Bild liegt. Und das ist in diesem Fall diese Wandbespannung, die ich mir ausgedacht habe, also diese in Falten geworfene Folie, die wie ein Trennblatt zwischen der Wand und dem Bild sitzt. Und dann gibt es einen anderen Moment, wo ich in dem Raum anfange, Entscheidungen zu treffen, die dann ganz in dem Moment wirklich für mich wichtig sind, die Spielregeln verändern und im Laufe der Installationszeit dann auch zu Entdeckungen führen, die ich vorher so nicht haben können im Atelier. Also die Malerei geht über die Folien hinweg, über die Bildfelder, die ich an die Wand gemacht habe, hinweg und wird dann da vollkommen neu entwickelt. Um den Arbeitsprozess ein bisschen transparenter zu machen, ist wichtig zu wissen, dass Grosse, und das sieht man der Malerei natürlich auch an, nicht mit traditionellen Malereiwerkzeugen wie dem Pinsel beispielsweise arbeitet oder gar Stift oder ähnliches bemüht. Stattdessen verfolgt sie seit vielen Jahren eine Arbeit mit der kompressorbetriebenen Spraypistole. Sie selbst ist während des Arbeitsprozesses geschützt von einem Ganzkörperanzug und so wird dann permanent Farbe zugeführt und eben auf die Oberflächen, die sehr unterschiedlich sind, aufgetragen. Der Museumsraum in der Albertina ist sehr speziell, er ist historisch geprägt natürlich. Er war der frühere Eingang auch der Sammlung. Gleichzeitig hat er eben auch eine Architekturform mit den Kappen, mit diesen großen Säulen, die sehr raumbestimmend ist. Und da war es für mich unheimlich wichtig, mit ganz wenig Aufwand etwas hineinzubringen in den Raum, was ihn transformiert. Natürlich ist auch die Albertina ein Apparat, also es steht auch für die große Sammlung. Und in dieses historische Sammeln hinein eine Arbeit zu entwickeln, die ganz, ganz aus dem zeitgenössischen Denken kommt, aus dem, was jetzt im Moment für mich Malerei sein kann. Ich versuche ja auch zu aktualisieren, was ein gemaltes Bild sein kann. Das finde ich auch interessant. Also jedes Mal, wenn ich in den Museumsraum komme, möchte ich auch etwas tun, was ihm nicht entspricht. Also nicht, was ihm entgegensteht, aber was ausweicht aus der Rahmenbedingung. Also mich interessiert, Handlungen zueinander zu stellen, die nicht unbedingt sich nahtlos ineinander fügen. Ich finde es interessant, wenn etwas nicht deckungsgleich ist, sondern verschoben zueinander ist, weil man dann die verschiedenen Entscheidungsschichten besser sehen kann. Also ich glaube, dass jede Künstlerin, jeder Künstler, der heute Vorschläge macht für das Feld, in dem sie oder er arbeitet, natürlich versucht, einen Vorschlag zu machen, der die Wahrnehmung mit Alternativen erweitert. Also es könnte auch so sein, wir könnten es auch so denken, also dass wir erweitern, wie wir auf die Sachen gucken, dass wir diese vielen Perspektiven, die wir haben, versuchen auch nicht nur denkbar, sondern auch sichtbar zu machen. Und die Malerei ist ein unheimlich altes, bis zur Höhlenmalerei und noch tiefer reichendes, in die Geschichte hinein reichendes Handeln. Und dieses Handeln ist uns allen ganz, ganz vertraut. Also mit so einem kleinen Stift irgendwas zu machen, das verbindet uns alle, das kennen wir auch alle. Selbst wenn es ganz früh im Alter war und nachher nicht mehr weiter sich entwickelt hat. Aber diese Form, etwas zu tun, um dann zu gucken, was man gedacht hat, um sich zu überprüfen, um vielleicht zu sehen, wie man eine Sonne malt. Male ich die anders als der andere? Oder das Krickeln oder Schreiben oder miteinander verflechten. Und meine Aufgabe ist, das zu vertiefen, also dieses sowohl das Verständnis des Übertragenen, des Tradierten, des Historischen mit hineinzunehmen, das, was ich daraus heute machen kann.